Ja, hallo Lieben, hier ist Christian wieder aus meiner schönen neuen Wohnung. Und genau, wir reden heute mal über das Thema, beruflich was Gutes manifestieren, woher nimmt man die Energie für den Beruf? Also da, ich wollte das mal aus meiner persönlichen Erfahrung berichten, weil da eine entsprechende Frage kam, nämlich diese Frage, woher nimmst du die Energie und Motivation, so viel zu arbeiten? Buch schreiben, Videos, im Moment auch mit schwierigen Bedingungen. So ein Thema würde mich mal interessieren, auch wenn es nicht ganz zur Kanalausrichtung passt. Doch, doch, passt durchaus. Ist ja auch mal wieder interessant, so meine Erfahrung mit dem Thema. Ein paar Sachen haben wir vorab noch einmal, weil so viel geschrieben haben, weil wir unsere Black Week-Aktion diesmal früher gemacht haben und jetzt haben wir schon mal die ein oder anderen vergessen. Jetzt ist ja Black Friday oder Cyber Monday heute, deswegen habe ich nochmal den zumindest für die Hauptkurse, Polaritätskurse und die Money Challenge, Manifestation Challenge, habe ich nochmal einmal wieder reingemacht bis morgen Abend, Dienstag 24 Uhr, wenn es dann noch Nachzügler gibt, dann nutzt das gerne auch, Black Week 25. Außerdem kann sein, dass heute das erste Mal, dass ihr auch eine Nachricht kriegt, die App installiert haben. Deswegen, wenn ihr davon mal ja irgendwie, wenn ich euch erreichen können soll, wäre wichtig, die Push-Benachrichtigung einzuschalten. Und nochmal der Hinweis auch, es gibt eine App, Liebeship-App, auf Android und für iPhone, ist im Wesentlichen dafür da, die Kurse in Ruhe zu machen. Aber soweit ich weiß, wird das auch noch ordentlich aufgebohrt werden, sage ich mal so. Ja, genau. Dann hatte ich sonst noch irgendwas? Achso, da gab es noch ganz viele Nachrichten jetzt zum Thema Tinder, Bumble. Wieder scheinbar ganz gemischte Erfahrungen. Schreibt mir übrigens gerne eure Erfahrungen. Ich würde das auch gerne mal wieder sammeln. Bei mir ist es ja auch ein bisschen her. Was ich immer wieder höre, ist, dass es früher irgendwie, ist meine Erfahrung auch, dass es früher einfacher war auf Tinder und dass es scheinbar immer schlimmer geworden ist. Und oder auch mit anderen Dating-Apps, Bumble, Hinge. Gibt es da Unterschiede? Schreibt es mir gerne auch unter das Video hier. Dann kann ich da auch mal was zu machen. Ja, genau. Also dann, über meinen beruflichen Werdegang, sage ich mal, seitdem es mal einen YouTube-Kanal gibt, und das höre ich immer wieder, ich würde da so viel arbeiten. Ich wollte mal ein bisschen ausholen, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant, weil, also nicht, dass ich in meinem Leben immer alles laufen würde, kann ich überhaupt nicht sagen. Aber manche Bereiche klappen halt gut und das Berufliche hat sehr gut geklappt. Und da würde ich aus heutiger Sicht auch sagen, dass ich mir das auch ein bisschen manifestiert habe, ob das jetzt spirituell manifestiert oder einfach, indem man sich ein klares Ziel festlegt zu einer bestimmten Zeit im Leben. Das kann ich euch jetzt auch nicht sagen, aber so eine geeignete Zieldefinition ist, glaube ich, super wichtig beruflich. Also so genau, auch wenn das für dich scheinbar in diesem Moment unerreichbar scheint, genau deinem Unterbewusstsein genau zu sagen, was du eigentlich willst. Ne? Was ist genau dein Ziel? So, ne? Es gibt auch die sogenannte wohlgeformte Zieldefinition im NLP. Wenn euch das interessiert, kann ich auch gerne mal ein Video zu machen. Also wie setzt man sich richtig Ziele? Schreibt es dann gerne in die Kommentare. Weil das macht schon viel aus, dass man nicht so ein Wischiwaschi-Ziel hat, sondern was ganz Konkretes. Und bei mir war das halt, also von dieser stundenbasierten Arbeit, die ja die meisten Psychologen haben, wegzukommen und vielleicht ein bisschen mehr Richtung passives Einkommen, wobei passiv kann man das bei mir nicht wirklich nennen, aber zumindest, dass man auch mal in Urlaub fahren kann, es kommt trotzdem Geld rein, sagen wir mal so. Das war so ein bisschen mein Ziel. 2015, oder wann habe ich meinen Kanal eröffnet? 2015, glaube ich, habe ich meinen Kanal gestartet. Und meine Idee war eigentlich nur, irgendwie bekannter zu werden, dass man vielleicht, die manchmal ja auch rechtmäßigen Stundensätze, dass man da irgendwie was machen kann, dass man dadurch erstmal einfach mehr Nachfrage hat. Und da war ja auch gar keine Rede von toxischen Beziehungen damals. Da könnt ihr meine ersten Videos gerne mal nachgucken, als ganz normale Beziehungsvideos. Und und da war das bei mir halt so ein Zufall, wo man auch sagen könnte, ja, das Universum unterstützt einen da,
dass mich eine amerikanische Coach, mit der ich früher gearbeitet habe, mit der habe ich auch mal ein Interview gemacht hier, Meredith so und so, Inner Integration heißt ihre Website, ich weiß, wie heißt sie noch, Meredith, komme nicht drauf, vielleicht fällt es jemand ein, schreibt es in die Kommentare. Und mit der habe ich eine Session gehabt und dann wollten wir gerade auflegen sozusagen. Und dann sagt sie mir, Mensch Christian, wären denn nicht Online-Kurse auch was für dich? Ich mache das auch hier in den USA. Und wie gesagt, das war, da war hier in Deutschland überhaupt noch nicht die Rede davon, von sowas. Und dann hat es bei mir gleich Klick gemacht. Das nennt man ja auch immer so inspirierte Aktionen in der Manifestationslehre, dass man natürlich nicht irgendwas machen soll, aber dass man schon versuchen soll zu erkennen, wenn dann das Universum irgendwas vor die Füße schmeißt, sage ich mal so. Und das Gefühl hatte ich da sofort und habe ich auch mich dann sofort darum gekümmert, wie ich das umsetzen kann. Und habe dann da auch, das hat auch sofort geklappt bei mir. Also sofort, ich hatte ja auch sowieso schon so ein Format, was sich dafür geeignet hat, diese Liebeship-Abende, ich weiß nicht, Liebeship-Abende, wer damals da war, habe ich in vielen Städten gemacht mit 5 bis 10 Leuten, manchmal 20, manchmal 30. Diese Theorien rund um Umprogrammierung des Liebeships konnte ich übrigens auch, kann ich auch mal wieder machen eigentlich. Wenn da Interesse besteht, schreibt es in die Kommentare. Und also dieses Programm, was ich da vorgetragen habe, ist dann halt in meinen ersten Kurs eingeflossen, ne? Umprogrammierung des Liebeships. Also und ist ja bis heute, und da kam ja auch das Ganze rund um toxische Beziehungen, weil ich da zu der Zeit auch gerade eine hatte, und so hat sich das dann alles gefügt, sag ich mal, war auch zuerst sehr problemlos, aber gut, alle, die in Deutschland selbstständig sind, wissen ja, der Teufel steckt im Detail, und manchmal das Gefühl, der Staat will einfach nicht, dass man innovativ ist und einfach, was weiß ich, einfach Unternehmer ist und irgendwas, es gibt da so viele Regeln und, aber gut, da wollen wir gar nicht drüber reden, das ist natürlich bei jedem so, dass dann kommt dieses Gesetz, dann kommt jenes Gesetz und muss das alles umsetzen immer wieder und aber bis heute kann ich sagen, das ist ein tolles Business, dank euch natürlich auch, dass euch die Kurse gefallen, was nicht selbstverständlich ist, also ich kenne ja ganz viele, die das kopieren wollen und es mag ihnen nicht gelingen. Ein oder andere vielleicht schon, sei ihm auch gegönnt, aber es ist eben nicht trivial. Ne? Man viel denkt, ja, Online-Kurs ist ja total easy. Nee, du musst natürlich irgendwie das Glück haben oder was auch immer, dass die Kurse dann auch einschlagen, ne? Und auch gekauft werden und dass es das richtige Format hat und was weiß ich. Hat auch mal immer überlegt, ob ich dazu mal einen Online-Kurs mache. Wie macht man richtig Online-Kurse? Aber das ist alles zu komplex, glaube ich. Und ich glaube auch nicht, dass man meinen Weg jetzt unbedingt auf jeden umbrechen kann. So. Aber trotzdem, auch da wieder meine Empfehlung, probiert es doch mal mit Manifestationstechniken. Ich will hier gar nicht den Superspiri raushängen lassen, aber wir haben wieder die Winterzeit. Und warum nicht mal probieren? Ist wenig Aufwand und kann vielleicht viel bringen. Aber jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Frage. Wieso arbeitest du so viel? Also das Erste ist natürlich, dass einem die Arbeit Spaß machen muss. Ne? Also wenn dir die Arbeit keinen Spaß macht, ist scheiße. Ne? Also zählst du jede Stunde ab irgendwie. Und mir hat auch das vorher total Spaß gemacht. Also ich war ja vorher ganz normal, hauptsächlich Paartherapiepraxis gemacht, ganz normal Paare gesehen, war ganz viel mit Altstadt-Coaching, hieß das damals, also gibt es theoretisch auch noch, aber mache ich eigentlich fast gar nicht mehr. Ganz viel Team-Buildings gemacht, mit ganz vielen großen Unternehmen auch, hat mir auch total Spaß gemacht, kann man jetzt, habe ich auch viel gearbeitet, also eigentlich immer viel gearbeitet, weil es mir Spaß gemacht hat. Also wenn du einen Beruf hast, der dir Spaß macht, oder was heißt ein Beruf, eine Tätigkeit, zählst du nicht die Stunden so. Ne? Also das ist mir gleich klar gewesen, als ich mit 16 das erste Mal in so einer Textilfärberei Eimer ausgewaschen habe im Keller, 8 Stunden lang, dass ich dachte, also solltest du unbedingt irgendwas machen, was dir Spaß macht, sonst geht der Tag ja gar nicht rum. So, ne? Also das ist mal das Erste. Und klar, bei mir ist das jetzt, ich bin einfach super schlecht im Angestelltsein. Aber natürlich kann auch ein angestellter Job, für viele ist es das auch, super Spaß machen, wenn du tolle Kollegen hast und so.
Schattenseiten kommen wir gleich am Ende auch nochmal zu. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass das alles super ist. Das ist erstmal die erste Voraussetzung, dass du das dir Spaß macht, weil dann guckst du nicht auf die Zeit, ne, und machst dein Ding so, ne. Dann muss man natürlich sagen, dadurch, dass ich fast keine Einzelsessions mehr mache und auch nur sehr ausgewählt Paar-Sessions, mache ich schon noch, aber halt, ja, wenn es gerade alles passt und das gerade, ich habe mal wieder Luft und mache ich das schon noch. Wird natürlich zeitfrei, das zu machen, was mir einfach super viel Spaß macht. Das ist eben Content produzieren, ne? Dafür wird ja dann viel zeitfrei auch, ne? Also insofern, also muss ich nicht wie viele Psychologen 5, 6, 7, 8 Sessions machen, sondern, was heißt muss, ist ja auch eine Ehre, aber sondern hab die Zeit halt, um Content zu produzieren, ne? Ob das jetzt bezahlter Content ist oder ehrlich gesagt die meiste Zeit. Das können sich viele mal gar nicht vorstellen und das trauen sich auch viele nicht. Die meiste Zeit verbringe ich damit, kostenlosen Content zu produzieren. Ne? Das ist der größte Teil meiner Arbeit. Deswegen kann ich immer nur lachen, wenn Leute sagen, weiß ich nicht, man will nur Geld verdienen. Natürlich wollen wir alle Geld verdienen. Aber Fakt ist, dass ich 80% meiner Zeit kostenlosen Content produziere, ne? Den ihr dankenderweise natürlich auch anschaut. Das heißt, da kommen natürlich auch wieder Werbeeinnahmen zurück, wobei das, gut. Und natürlich auch nochmal Dank an dieser Stelle. Es gibt sowas wie Leute, die mir Kanalmitgliedschaft da lassen oder Thanks, super Thanks auf YouTube oder whatever. Also trotzdem, letzten Endes ist das meiste, was ich mache, ist kostenlosen Content produzieren, ne? Aber macht mir auch total Spaß. Macht natürlich auch nur dann Spaß, wenn es auch geguckt wird. Ja, es wird geguckt. Also mal mehr, mal weniger. Klar, es hat auch Aufs und Abs. Aber insgesamt peile ich natürlich nach wie vor die 100.000 Abonnenten an. Dann lass mir gerne ein Abo da, wenn du es noch nicht gemacht hast. 50% gucken immer noch ohne Abo. Also insofern, das ist so der Weg, sage ich mal. Was wollte ich da noch zu sagen? Also ja, es fühlt sich zeitfrei und ehrlich gesagt, ich kann euch nicht sagen, wie viele Stunden ich in der Woche arbeite. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich, das ist Fluch und Segen zugleich, null feste Arbeitszeiten habe. Dadurch ist es natürlich auch weniger Session. Ich kann auch, ob ich jetzt nachts um 24 Uhr Content produziere oder morgens um 6 oder mittags um 12, ist absolut mir überlassen, solange ich nicht ein Live habe oder so. Das heißt, ich kann ja euch das überhaupt nicht sagen, wie viele Stunden ich arbeite, so, ne? Was ich sagen kann, ist, ich arbeite keine 8 Stunden am Tag, würde ich sagen. Vielleicht 6, ich weiß es, ich habe wirklich keine Ahnung. Aber es gibt für mich keine, ich arbeite jeden Tag. So viele Stunden, ich weiß es nicht genau, wie viel ich jeden Tag arbeite. Aber das mache ich jeden Tag. Das mache ich, also ich würde sogar, ich hätte eben, wie ich überlegt hatte, über das Video gesagt, kann ich jetzt sagen, das mache ich an Feiertagen nicht? Nee, ich mache eigentlich Ostern, Weihnachten, muss das Weihnachtsvideo raus. Urlaub mache ich auch auf Videos. Wochenende arbeite ich sowieso. Also es gibt für mich, gibt's keine freien Tage, außer, ja klar, wenn ich jetzt umziehe, dann kann ich natürlich kein Video machen. Aber ja, dann ist es halt so. Aber im Prinzip, wenn nicht irgendwas Externes ist, mache ich eigentlich jeden Tag entweder ein Video oder offensichtlich mache ich jetzt, gibt es nicht immer ein Video, aber mache irgendwas anderes. Also es gibt für mich, das ist natürlich auch Fluch und Segen, wenn du online tätig bist, dass natürlich immer irgendwas ist. Ich meine, Eileen auch im Backoffice, die sieht auch keine festen Arbeitszeiten und macht das natürlich großartig mit dem Support. Wisst ja, ihr könnt ihr nachts um 4 schreiben und habt morgens um 6 eine Antwort, so, ne? Dass man ja, dafür arbeitet sie aber auch nicht am Stück. Ach, arbeitet sie nicht von 9 bis 17 Uhr oder so, ne? Das, also insofern hat das Fluch und Segen zugleich. Du musst natürlich immer mal reingucken, soweit es möglich ist. Aber dafür hat man natürlich auch, ja, kann man den Tag auch anders gestalten. Und wenn ich Snowboard fahren gehen will, dann gehe ich eben Snowboard fahren. Da muss ich jetzt nicht überlegen. Das mache ich einfach und fertig, ne? So. Also insofern, habe ich zwar auf einen Tag betrachtet wenig Rhythmus, aber ich habe sehr viel Rhythmus, wenn wir über das ganze Jahr gucken, ne? Weil ich einfach eigentlich jeden Tag das Gleiche mache. Und da sagen die
Walldörfer, Anthroposophen, also meine Kinder sind ja damals zur Schule gegangen. Ich finde es auch immer noch eine spannende Geschichte. Drohnen immer so ein bisschen abzukippen ins Verschwörungslager, aber gut. Sagen ja immer, Rhythmus ist total wichtig. Ne? Deswegen sind meine Kinder auch, zumindest meine Tochter ist lange samstags noch zur Schule gegangen. Viel länger, als das irgendwelche anderen Schulen gemacht haben, weil die immer gesagt haben, der Rhythmus. Und ich kann das verstehen, das Argument. Ne? Weil Rhythmus, also die Anthros sagen, Rhythmus hat viel mit Lebensfreude zu tun. Ne? Ist, wie gesagt, ich schaffe es auch nicht überall in meinem Leben, Rhythmus zu haben, aber da kriege ich es gut hin. Und das, genau, Sport schaffe ich es auch gut. Also ich mache zwar nicht jeden Tag, glaube ich, keine 10 Kilometer, aber ich mache, würde mal sagen, 5 von 7 Tagen die Woche mache ich irgendwas irgendwie. Ne? Und das, worauf ich hinaus will, ist, bei Sport geht man das vielleicht noch eher, wenn du erstmal drin bist, dann ist es auch normal. Also wenn du 5 von 7 Tage die Woche Sport machst, dann denkst du nicht drüber, dann ist es eine Gewohnheit geworden. Und das ist eben total gut, wenn du die Gewohnheiten schaffst im Leben. Und so ist meine Arbeit für mich, erstmal macht sie mir meistens Spaß und es ist eine Gewohnheit geworden, einfach jeden Tag zu arbeiten und dann ist es strukturiert oder sogar ein Tag. Ich würde sogar sagen, das war damals aber bei den Einzelsessions noch viel mehr, dass wenn du total schlecht drauf bist, dass die Arbeit einen total erdet. Ne? Also weiß ich nicht, ist wahrscheinlich bei vielen anderen Jobs auch so. Also dass dann kümmerst du dich um die Probleme anderer. Und dann sind die eigenen Probleme auch nicht mehr so groß. Und irgendwie, weiß ich nicht, erdet einen das und man dreht sich nicht so um sich und geht es dann häufig besser, ne? So, wenn man arbeitet. Und deswegen, und so Gott will, sag ich mal, sehe bei mir auch kein Rentenalter. Ich meine, ich habe neulich mit zwei Freunden von mir gesprochen, die sind in meinem Alter, Ende 20, wisst ihr, und die haben gesagt, sie wollen eigentlich, planen schon, mit der Arbeit aufzuhören. Also einer ist ein paar Jahre älter, aber nicht viel. Was? Also ich war richtig schockiert, weil das in meinem Kopf überhaupt keine Rolle spielt. Für mich ist das auch keine schöne Vorstellung, nicht zu arbeiten. Für mich ist das eine Horrorvorstellung. Meinetwegen mache ich, ich weiß ja nicht, wahrscheinlich gibt es irgendwann kein YouTube mehr, wissen wir nicht, was da kommt, das ändert sich alles so schnell gerade. Aber wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, ich würde auch mit 90 noch Videos machen, warum nicht? Vielleicht bin ich dann endlich ein weiser alter Mann geworden, keine Ahnung, aber ich kann mir das nicht vorstellen, nicht mehr zu arbeiten irgendwann. Also ich meine, abgesehen davon, dass meine Rente auch sehr dürftig ausfallen wird wahrscheinlich. Also, dass man die so weggeatmet kriegt, sage ich mal. Hab leider ein bisschen spät angefangen, richtig einzuzahlen. Und außer ein bisschen Rente, ja, das kann man alles knicken. Nee, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und für mich, das ist wirklich eine Sache, wo ich nicht eine fucking Sekunde drüber nachdenke. So, ne? Ja, Schattenseiten will ich aber auch. Größte Schattenseite für mich ist viele Homeoffice. Es ist teilweise total schön, teilweise, was mir massiv fehlt, ist so dieses mit Kollegen quatschen, ne? So an der Kaffeemaschine. Und wenn es nur die Kollegen in der Praxis sind oder, aber klar, damals, als ich angestellt war, ja, es war natürlich ganz viel, sind immer schon mit drei Psychologen im Auto gefahren und das ist, da fährst du eine Stunde hin, fährst eine Stunde zurück, hast dein Bedarf nach Socializing ist eigentlich schon gedeckt, wenn du zu Hause bist, so, ne? Und ja, hast Spaß, lachst. Also das ist ein Riesenminus, so von diesem Online-Arbeiten, Homeoffice, viel von zu Hause machen. Also das finde ich größte Schattenseite, sag ich mal. Und dann, wenn du irgendwas machst, was vorher noch nicht so viel gemacht haben und da treten, sag ich mal, Themen auf. Da kannst du eben, kannst keinen fragen, weil das einfach noch keiner gemacht hat, das Thema noch keiner bearbeitet hat. Und das wird dann auch, weil ich meine, klar, ich verkaufe natürlich relativ ordentlich Kurse. Das heißt, wenn da irgendwas, irgendein Thema auftaucht, um die ganze Administration, sag ich mal, diese Sachen, die man im Hintergrund zu tun hat, dann baut sich das auch schnell auf, ne? Baut sich schnell auf und kann auch sehr schnell sehr belastend werden, so, ne? Aber ich glaube, das teile ich mal mit allen Selbstständigen. Also wenn mal irgendwas ist, dann ist immer gleich Rambazamba, zum Beispiel,
durch gehäuftes Umziehen, weiß ich nicht, irgendwie haben das Finanzbehörden große Schwierigkeiten gehabt, das alles, obwohl das, wie gesagt, ich bin einfach nur über Bundeslandgrenzen umgezogen, hat zu erstaunlich vielen Sachen geführt, unter anderem auch dazu, dass mir meine Steuerlast so mehr oder weniger zweimal in Rechnung gestellt worden ist, zweimal, dass ich das zweimal bezahlt habe und das selbst, also das war schon, muss ich jetzt sagen, da habe ich mal einmal komplett die Fassung verloren irgendwie. Also da bin ich mal einmal komplett ballistik gegangen, sag ich mal so. Aber das ist gar nicht genau, was ich meine. Wenn mal irgendwas ist, dann ist es gleich richtig Rambazamba. Und ich glaube, das hast du in Angestelltenberufen wahrscheinlich weniger. Also hast du vielleicht mehr so einen täglichen Nerv, aber du hast nicht dass einem ein so ein Ding so schlaflose Nächte bereitet. Vielleicht auch doch, schreib es gerne in die Kommentare. Aber ja, es gibt definitiv Schattenseiten. Und hier in dieser, auf dieser Erde ist ja auch so, dass ständig neue Wünsche entstehen. Insofern, ja, natürlich, wie gesagt, gibt es Themen, wo ich auch gerne noch Veränderungen hätte. Also klar, einmal dieses Kollegenthema und das hängt auch damit zusammen. Ich habe relativ wenig Verzahnung mit anderen YouTubern oder Content-Creator, weil ich, weiß ich nicht, irgendwie passe ich da eigentlich gar nicht so richtig rein in die Szene und das hätte ich mir auch irgendwie anders gewünscht, dass man da, weiß ich nicht, mehr connected ist und mehr zusammenarbeitet und weil das ist ja auch 5D, sag ich mal, ne, zusammenarbeiten mehr, aber also das könnte noch sicherlich mehr werden und genau, dieses Austausch, Kollegenthema und vielleicht auch mehr rauskommen aus dem Homeoffice wieder, mehr Veranstaltungen, die machen mir eigentlich immer Spaß, also die München war auch total cool, jetzt wieder mehr Veranstaltungen, mehr Vorträge, also ich werde jetzt auch zum ersten Mal auf so einem großen Kongress sein, nächstes Jahr in, ich sage das jetzt nicht falsch, Heiligenfeld, auf so einem richtigen, ja, Heiligenfeld, aus so einem richtigen Psychologenkongress mit echten Psychologen, werde ich mal vertreten sein, also ja, sagen wir mal, ich mache da einen Workshop, Vortrag, war so ein bisschen zu spät, aber ein Workshop, also Verzahnung mit der Psychologenszene mal wieder ein bisschen mehr. Das sind so die Sachen, die ich so im Kopf habe und dann natürlich, ja, und natürlich ist auch selbst und ständig. Das heißt, klar, wenn ich jetzt überlege, was wird nächstes Jahr vielleicht für ein neuer Online-Kurs rauskommen? Keine Ahnung. Also muss man einmal darauf vertrauen, dass man irgendwann Inspirationen kriegt, dass von euch irgendwas kommt. Weil ja, das ist also in meinem Beruf, das kann man unheimlich schlecht planen. Ne? Also das ist manchmal auch anstrengend, aber jetzt sagen wir noch, habe ich mir glaube ich so langsam dran gewöhnt. Weil du weißt nicht, was kommt irgendwie so. Ne? Naja. In diesem Sinne, danke auch der vielen Nachfragen, was unseren Hund angeht. Es ist wirklich richtig scheiße. Also das ist nicht so gut gelaufen. Also ich sag immer so, was die ganzen Energien sind bei Ihnen, bei ihr, sage ich mal, besser in ihr Seelchen gegangen, weil das ist wirklich makellos. Also das ist wirklich so ein toller Charakter, so ein toller Hund. Aber leider von der Genetik her scheinbar viele Probleme mitgebracht, sind ja noch in der Diagnostik, aber scheint da so Richtung mit den Gelenken Probleme zu geben. Und das ist wirklich bei so einem jungen Hund, der so vor der Lebensfreude steckt, wenn der dann morgens nicht in die Gänge kommt, sag ich mal, und anfängt zu humpeln, ey, boah, das ist echt hart, das ist wirklich hart. Und also wie gesagt, Diagnostik ist noch nicht abgeschlossen, aber es sieht gerade so aus, dass es entweder so riesen invasive Eingriffe sind oder man sich so der, wie soll ich mal sagen, mehr so naturheilkundlicheren Sachen, die nicht so komplett bewiesen sind, anvertrauen muss, ist mir beides ein Graus, sage ich ganz ehrlich. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also nicht schön, wirklich nicht. Naja, kann nicht immer alles laufen im Leben, ne? Also ich, wie gesagt, ich wollte mit diesem Video auch überhaupt nicht, machen ja immer viele Coaches und ist immer alles in meinem Leben, ist alles toll. Nein, ist es nicht, aber einige Bereiche habe ich, glaube ich, echt guten Griff. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Weiß man natürlich auch nicht, wie lange das läuft, aber schauen wir mal. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so denkt. War jetzt mal so ein bisschen was anderes heute. Hoffe, hat euch gefallen und bis nächstes Mal.